Hallo und herzlich willkommen zur Weltpremiere des Mercedes-Benz GLB. Ja, ich weiß, die Weltpremiere war eigentlich schon, aber jetzt haben wir das Auto endlich mal vor uns und können uns mal genau anschauen, was so dahinter steckt. So, die genauen technischen Werte und so habt ihr quasi schon mit dem News-Video bekommen, aber jetzt können wir uns mal in Realität anschauen, denn ein, zwei Dinge sind mir schon aufgefallen, die wirken auf den Bildern deutlich anders. Und wenn ich es mal so sagen kann, es ist für mich der inoffizielle Nachfolger des GLK, weil er ähnlich kantig ist wie der GLK. Abgesehen natürlich hier von dieser Rundung, aber es geht relativ senkrecht nach oben. Typischer Mercedes-SUV-Grill, typische SUV-Front. Die Kunststoff-Claddings gehen übrigens einmal komplett rund ums Fahrzeug rum. Sieht man dann insbesondere beim Schweller zwischen den Rädern, da ist es wirklich ein sehr massives Teil. Das kennt ihr ja schon. Bei Halogenscheinwerfer geht's los. Multibeam gibt es dann optional. Dazwischen sind dann noch die LED-Scheinwerfer. Eine neue Info habe ich allerdings zwischen den Motoren, die es in der A-Klasse, in der B-Klasse etc. gibt. Auch noch eine neue Info. Und zwar zur IAA werden die Plug-in-Hybriden oder der Plug-in-Hybrid vorgestellt. Vielleicht nicht unbedingt im GLB, aber in einer Variante der Kompaktplattform, und dieser Antrieb wird dann auch quasi auf alle anderen Modelle übertragen. Heißt GLB, heißt B-Klasse, heißt A-Klasse, heißt CLA und so weiter und so fort. Und eine ganz wichtige Info, 2021 kommt auch der EQB, also die elektrische Version auf Basis des GLB. Gut, gehen wir kurz an die Seite. Ihr seht, Edition-Plakette heißt Edition One, heißt orange Details, heißt schöner weißer Lack. Wie gesagt, hier sehr massive Kunststoff-Claddings, also im Prinzip meine ganze Hand passt da dazwischen. Das läuft auch einmal rundum. Innen werden wir gleich reinschauen. Es soll nämlich ein True Seven-Seater sein. Und deswegen haben wir auch Larissa mitgenommen. Die kann sich gleich nochmal in die dritte Sitzreihe dann genau anpassen, weil die passt nämlich maßgenau auf die dritte Sitzreihe. Und das ist so der Punkt, der auf den Bildern etwas komisch wirkt. Denn hier, die Hüfte ist sehr stark ausgeformt und dann wirkt es auf den Bildern so, als ob das hier aufgesetzt wäre. Wie gesagt, ich habe es im News-Video gesagt, mich erinnert so ein bisschen an die R-Klasse. Das ist jetzt ja der Punkt, der in Realität so ein bisschen verschwimmt. Da ist der Eindruck mit der R-Klasse nicht mehr, sondern es ist alles sehr viel stimmiger als auf den Bildern. Was auch ganz schön ist, hier diese Stufe, das soll quasi GLB einheitlich sein, also das soll man bei keinem anderen Mercedes-Modell noch finden, aber die Rückleuchten kennen wir unter anderem vom GLE, vom GLS, da hat man diese auch übernommen. Bis 1755 Liter Kofferraumvolumen gibt es da, wenn man alles platt macht. Da wir hier in der Kompaktklasse sind, ist das Ganze dann nicht mehr elektrisch, sondern mechanisch. Das hier würde ich so als Notkofferraum bezeichnen, also ich glaube, dass da ein Boardcase gar nicht mehr hinpassen würde aufgrund der Höhe. Aber so eine kleine Sporttasche geht auf jeden Fall noch hin. Und dann kann man hier so relativ simpel an den roten Henkeln das Ganze umkippen. Und dann hat man sehr viel Platz. Die zweite Sitzbank war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, um 14 cm verschiebbar. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt mal das an, was den GLB ausmacht, nämlich der Innenraum. Dann, wie gesagt, kurzer Blick in den Innenraum. Hier vorne sehr luftig. Nochmal etwas luftiger gefühlt als beispielsweise in der MB-Klasse. Dann ist aber alles relativ bekannt von den anderen Kompaktfahrzeugen, heißt MBUX-System, heißt hier die drei Turbinen, heißt hier die große Mittelkonsole, Touchpad. Aber es gibt auch ein wenig andere Details, heißt hier insbesondere auf Beifahrerseite. Einmal dieser angeschnittene Rohrbereich, würde ich es mal nennen. Und dann, das kann allerdings dann sein, dass es nur in der Edition One so ist, das Holz, das in quasi diese orangenen Punkte übergeht. Und dann, wie gesagt, Edition One heißt dann natürlich auch wieder hier innen die spezifischen Details wie die orange Nähte hier an den Sitzen bzw. an den Fußmatten und dann auch hier in der Mitte in der Armlehne. Aber jetzt, wie gesagt, wirklich zum Highlight. Reihe 2 und 3. Dann Einstieg, sehr angenehm wegen SUV, also einfach ein bisschen höher. Auch hier hinten Kopf für drei Finger Platz. Da hier auch super viel Platz, allerdings ist die Rückbank jetzt auch quasi auf der hintersten Stellung. Wenn ich die ganz nach vorne stelle, sitze ich immer noch relativ bequem. Allerdings habe ich es gerade schon probiert, einsteigen ist dann nicht mehr so bequem. Und wie gesagt, also da ist sehr viel Platz. Wir probieren jetzt Reihe 3 erstmal in der Maximalstellung aus. Wie gesagt, theoretisch zugelassen sind nur Personen von 1,68 Meter, was ja exakt
Larissas Größe ist, aber ich werde es trotzdem mal probieren, wie es für mich da hinten aussieht. So, also die Bank ist vorgeschoben. Der Einstieg ist etwas knackig, ehrlich gesagt. So, bin drin. Sitz nach hinten. Oh, also ehrlich gesagt ist das deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Es fühlt sich etwas eng an, aber obwohl ich 12 cm über der erlaubten Größe bin, würde ich sagen, theoretisch für kurze Strecken könnte ich sie sogar noch aushalten. Muss ich aber ganz kurz zugeben, der Sitz ist nicht auf die eigentliche Einstellung zurück. Ich werde es jetzt mal auf die eigentliche Einstellung zurückfahren und dann werdet ihr sehen, warum ich hier offiziell nicht mehr sitzen könnte. So sieht das nämlich aus, wenn der Sitz quasi komplett hinten wäre, beziehungsweise, ich glaube, ein bisschen mehr geht noch. Okay, so, jetzt brauche ich auf jeden Fall keinen Anschnaller mehr. Ich bin so festgezurrt, ich kann mich kaum noch bewegen. Aber mal zu Vergleichszwecken setzen wir jetzt mal Larissa mit ihren exakten 1,68 Meter hier hinten rein. Ja, Tatsache, ich bin das Maximum, was auf die letzte Reihe des GLB darf. 1,68 bin ich ganz genau, das könntet ihr jetzt in meinen Personalausweis überprüfen, wenn ich den denn einblenden würde, was ich nicht tue. Und da es mir das Ganze auch absolut exakt ist, ziehe ich jetzt meine hohen Schuhe aus. Keine Sohle, komplett barfuß. Der ultimative Test, nur für euch. So, jetzt habe ich alles umgestellt. Wie werdet ihr nicht sehen? und es ist wirklich jetzt das absolute Maximum. Ich bin drin, ja. Ich musste meine Füße allerdings einfädeln. Und ich muss jetzt nicht über Kniefreiheit etc. sprechen. Ja, nach oben hin habe ich Luft, aber sitzen würde ich hier nicht. Wie gut, dass es hier innen stattdessen Isofix gibt. Das heißt, wenn wir kleine Stöpsel haben, können wir die ein bisschen nach hinten aussourcen.